Mein Gefühl zum Thema Miro und mir ist im Moment so schwammig, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Und das regt mich eigentlich total auf, weil ich mir ja zu 100% sicher war, vor einigen Stunden sogar noch. Weißt du, was gerade passiert? Genau das, was ich befürchtet hatte. Er sieht verdammt gut aus. Du kannst schöne Gespräche mit ihm haben. Aber da ist gar keine Anziehung. Der kommt nicht einmal im Wasser zu mir und berührt dich mal. Nix. Nichts. Einfach nichts. Ich schlafe ja jetzt schon einige Nächte neben Miro. Ich glaube schon, dass er das eigentlich auch will, aber dann schiebt er mein Bett wieder weg und da muss immer die Ritze sein. Und dann fragt man sich halt schon, hat er wirklich Interesse an mir oder nicht? Man denkt halt nach und das hat mich schon sehr verunsichert. So. Der fühlt sich so sicher. Und da kommt nichts. Die Entscheidung morgen ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich Fehler mache. Fuck, Mann. Was ist los? Keine Ahnung. Schlaflose Nacht gehabt, oder? Ja, wegen dir. Warum wegen mir? Weil ich glaube einfach, dass du nicht so richtig Bock hast. Ja, woran machst du das fest? Wenn du halt immer, du bist irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Das Paradies ist voller Überraschungen. Gestern habe ich mich noch so ein bisschen lustig gemacht darüber, dass alle anderen nur am Löschen sind. Überall sind irgendwelche Brandherde, Krisensituationen. Und dann wache ich auf und bin mittendrin im Albtraum. Aber ich hoffe, ich konnte das Feuer ein bisschen löschen, ja. Aber verbringst du gern Zeit mit mir oder nicht? Ja, sonst wäre ich ja nicht die ganze Zeit. Ja, eben. Ja, aber gefühlt vom ganzen Tag sind wir 80% beieinander, so, weißt du? Ich hab dir gesagt, ich hab dir die Rose gegeben, weil ich mit dir mit Abstand die besten Gespräche geführt habe. Und ich hab dir auch gesagt, dass ich nicht direkt hier rumliegen kann und kuscheln und schmusen und so. Wie soll ich das jetzt sagen, dass es nicht blöd drüber kommt? Ich kann ja nicht den ganzen Tag mit dir schöne Gespräche führen, aber wenn man sich halt nicht so körperlich so gar nicht näher kommt, dann. Oder sehe ich das falsch? Wie siehst du das denn? Ich meine so. Ich bin natürlich ein bisschen verunsichert im Moment. Wenn man ihn anguckt, dann denkt man sich halt auch, ja, der kann ja eigentlich jede haben. Ich komme gerade einfach nicht mehr klar. Ja, du hast voll die Eile. Wohin? Ich habe keine Eile. Wir sind noch ewig hier. Das weißt doch du nicht. Ich habe auch keine Lust, wieder verarscht zu werden. Deswegen bin ich so ein bisschen, ja, vorsichtig und mega verwirrt im Moment. Man macht sie wirklich gerne und leicht selber wahnsinnig. Hör auf damit. Mach das, was sich gut anfühlt für dich. Ey, ganz ehrlich, es hat noch nie ein Mann im Bett weggeschoben von mir. Das ist schon einfach. Aber hör mal zu. Du bist reingekommen, das waren doch zwei Einzelbetten, oder? Nein, das weiß doch ich nicht. Ich bin reingekommen, da war das zusammengeschoben. Was mache ich jetzt? Macht das hier überhaupt noch Sinn? Die Synapsen drehen komplett am Rad, Delfintherapie am Start, ne? Ich glaube, du willst einfach nur ein bisschen kuscheln. Kann das sein? Nein. Doch, ich glaube, du willst kuscheln. Oh Mann, ey. Es ist nicht so, dass ich Miro nicht mehr mag. Überhaupt nicht. Ich merke das, wenn ich dann auch wieder mit ihm spreche. Und ich muss nicht sofort lachen. Und dann weiß ich selber, toll, der hat mich eh schon um den Finger gewickelt. Boah, guck nicht so. Wie guck ich denn? Ich krieg die Krise, ey. Das ist genau das Problem. Dass ich guck? Dass ich dann nicht mehr klar denken kann. Gerade möchte ich wirklich einen Arm nehmen, aber es geht gerade nicht mehr. Ich heul gleich, ey, wirklich. Lass dich nicht verrückt machen. Ich stehe nicht nur den Singles mit Rat und Tat zur Seite, sondern auch euch. Hier geht es zu den neuen Folgen und hier geht es zu allen Videos auf YouTube.